Hallo, meine Lieben, und willkommen zu einer neuen Aufnahme von Two Point Hospital. Wir sind mitten im Krankenhaus. Ich bin sehr gespannt, ob wir diese Sachen alle noch schaffen und vor allem Promi-Patient geheilt oder fehlgeschlagen. Das wäre natürlich sehr mies, wenn der stirbt. Ich glaube, das ist dies da. Also, wenn das fehlschlägt, weil der zu dumm ist. Ich sag's. Dann drehe ich am Riemen, glaube ich. Die gehen alle relativ glücklich raus. Und wahrscheinlich geht. Ich glaube, dass der nämlich einfach noch länger hier drinnen bleiben muss. Also wir haben auf alle Fälle mehr Profit als Verlust. Wir haben womöglich zu viel Leerzeit, gerade weil mehrere nichts zu tun haben. Nee, haben wir nicht. So, was wollen die? Sondermeldung. Leider ist die Behandlung des Promi-Patienten fehlgeschlagen. Das ist gar nicht gut für unseren Ruf. Ernsthaft? Nee! Ich sag's doch, der stirbt. Nee, komm her. Der menschliche Kreisel. Ach so, wir haben keine Toilette. Okay. Ich mach mal kurz eine Toilette, bevor sich dich alle anpinkeln. Dass genau der Promi jetzt stirbt hier. Wo ist denn der Geist? Holistics angewandte Naturheilmittel und Forschung, auch bekannt unter der erstaunlich passenden Abkürzung. Wo ist denn der Geist jetzt? Öffnet anscheinend eine weitere seiner Naturheilkundlichen Einrichtungen. Ich sehe ihn derzeit nicht. Der taucht wahrscheinlich dann irgendwann auf und nervt meine Patienten. Reparier den mal. Ich könnte jetzt noch einen Hausmeister einstellen. Da, das wäre auch noch so ein guter. Eine gute. Soll das mal machen. Okay. Personalherausforderung. Okay. Befund der Begutachtung. Jo. Baue mehrere Zimmer und stelle mehr und besseres Personal ein. Oder bilde bestehende Mitarbeiter weiter aus. Ich kann noch niemanden ausbilden. Das kommt, glaube ich, erst noch. Personaldurchsage. Herr Doktor, Sie haben gewonnen. Bitte kommen Sie jetzt aus Ihrem Versteck. Auf alle Fälle. Ist fast vorüber. Jawohl, Auszeichnungscountdown. Und ehrliche Bewertung. Okay. Und jetzt? Öffnen. Die Bob-Auszeichnung für Arzt des Jahres geht an Felix Teichner. Krankenpfleger. Auszeichnung für Krankenpfleger geht an die Orbe-Stiftung. Jetzt. Auszeichnung für Hausmeister des Jahres geht wieder nicht an uns. Assistent des Jahres an Holistrix. Okay, das haben wir auch nicht. Oder? Ah, Arbeitgeber des Jahres. Noah Bullocks, das bin dann ich gewesen. Yay. Was haben wir das jetzt? Orbi-Stiftung. Keine Todesfälle, ja gut. Krankenhaus mit höchsten Prestige. Bagel Meditech. Okay, sind auch ne. Patientenpreis. Haben wir sicher auch nicht. Ah doch! Jawohl, wir haben den Patientenpreis.
Wir sind einfach so gut. Okay. Jetzt haben wir noch Nachwuchsassistent. Ja, befördern wir halt mal. Wir haben eh genug Kohle. Jo. Gehen die von alleine dann bei solchen Sachen? Ja, da womöglich mehrere nichts zu tun haben. Was bist du eigentlich? Ein Assistent, der was jetzt fertig voll ist. Weißt du was? Du gehst jetzt Pause. Und du gehst an den Empfang. Und du gehst da rein. Ah, Moment. Du bist eine Psychiaterin. Komm. Okay. Entleuchtung. Ich weiß zwar nicht, wie wir jetzt so auf die 6 Stufen kommen. Aber ich denke, das müsste jetzt schon langsam einfach kommen. Hoffe ich zumindest. Ja, da können wir gegen andere antreten. Wir haben definitiv immer mehr Annahmen. Das finde ich sehr gut. Haben wir hier jetzt noch einen Pfleger? Das Plündern ist untersagt. Okay, geht klar. Ich werde hier jetzt einfach mal auf Speed, also Beförderung. Ja, kriegst du Beförderung. Ich weiß gar nicht, es geht aber auch nicht höher gerade. Vielleicht, wenn ich jetzt noch ein Zimmer mache. Ich könnte jetzt hier drüben noch Allgemeindiagnose ein Zimmer machen. Ach ja, das hat uns gefehlt. Geschätzter Krankenhausleiter, ein Sterne-Krankenhaus. Glückwunsch, Ihr Krankenhaus wurde vom Gesundheitsministerium von Two Point mit einem Stern bewertet. Blitzschnell hat uns ein weiteres Mal zugeschlagen und deine Kritiker zum Gespött gemacht. Du wirst für deine Arbeiten zum Thema Innenleben von Maschinen bzw. menschlichen Verstand gelobt. Konzentriere dich jetzt auf dein wachsendes Imperium mit 2 Säulen oder füge ihm eine dritte Säule hinzu, indem du in Flottering ein neues Krankenhaus eröffnest. Sonst ist es ja ein eher mickriges Imperium. Mit wohlriechenden Grüßen, Tarquin Foxbridge, Gesundheitsminister. Okay, dann gehen wir wieder auf die Karte, würde ich sagen. Dass man zum Überqueren der Brücke nun keine Fallschirme und Schwimmwesten mehr mit sich führen muss. Ach, es wird einfach nicht mehr dasselbe sein wie früher. Okay, sehr interessant. So. Hä? Na, ich will jetzt hier hin. Jetzt haben wir wieder unseren schönen Ladebildschirm im nächsten Krankenhaus. Mal gucken. Personalentwicklung. Um das meiste aus unseren Mitarbeitern herauszuholen, müssen wir sie weiterbilden und befördern. Wenn jemand im Beruf genug Erfahrung gesammelt und eine Weiterbildung abgeschlossen hat, ist diese Person bereit für eine Beförderung. Die Beförderung erhöht die Kompetenz dieser Person und ermöglicht es ihr, eine neue Qualifikation zu erlernen. Vermutlich steht dann aber auch eine Gehaltserhöhung an. Zuallererst brauchen wir auch eine Weiterbildungslizenz. Das Gesundheitsministerium von Two Point hat uns eine Lizenz versprochen, wenn wir nachweisen können, dass wir uns hier in Fluttering um das Wohl unserer Mitarbeiter kümmern. Okay, das soll es so sein.
Mein Hund schläft. So. Wir brauchen hier jetzt erstmal wieder einen Empfang. Da erreiche Krankenhausstufe 4, stelle 7 Mitarbeiter ein, Personalstimmung von 55 erreichen. Okay. Wir brauchen Objekte. Wir brauchen eine Aufnahme. Ich möchte die gerne wieder hier mittig haben. Oder machen wir die weiter vorne? Machen wir weiter vorne. Dann brauchen wir eine Arztpraxis. So. Wieder Abfalleimer, Pflanze und Feuerlöscher. Und jetzt möchte ich gern gleich wissen, kann ich hier daneben noch eins hinmachen? Nee, das geht sich nicht aus. Zimmer lassen. Dann brauchen wir noch ein Zimmer. Wir brauchen... Gut, wir haben... Ich mache hier gleich eine Toilette hin. So ist das eigentlich recht gut gewesen jetzt immer mit den Toiletten. Ein Handtuchtrockner. Was ich in der letzten Toilette vergessen habe, war das. Und unsere Pflanze. Ja, wir brauchen einen Assistent. Das ist mir schon klar. Ah, okay, der kommt schon rein. So dämlich. Ärzte. Okay, der gefällt mir gerade am besten. Den werde ich aber dann gleich hier eine Bank hinstellen. Und hier eine Bank hinstellen. Hier ein Getränke- und ein Snackautomat. Und ein Abfalleimer. Und weil es so schön ist. Hier noch Ding. Ja, Patient bitten zu warten. Zimmer. Braucht man eine Station? Die Station machen wir hier hin. Dann haben wir noch 1, 2, 3, 4, 5 Betten. Hier müssen wir einstellen den Krankenpfleger. Die können alle irgendwie nichts. Apotheke benötigt. Patient bitten zu warten. Ja, müssen wir auch noch bauen. Apotheke. Hei. Einstellen. Assistent müsste das sein. Oder? Nee, auch ein Krankenpfleger. Die können einfach alle gar nichts. Sind eh schon drinne. So, jetzt haben wir das. Wir brauchen... Achso, Zimmer. Ein Pausenzimmer. Mache ich gleich hier hin. Celific Blanket ist gerade mit ihrem Kamerateam von einer Reportage zurückgekehrt. Allerdings weiß ich nicht, worüber sie berichtet hat. Kein Mensch sagt mir hier auch nur irgendetwas. Okay, hier haben wir das. Dann würde ich, also hier ist das Pausenzimmer, möchte ich gerne noch eine Psychiatrie einrichten. Geht sich das hier aus? Na. Zimmer. Psychiatrie. Aber hier wird sich's ausgehen, so. Und hier geht auch wieder eine Pflanze hin. Und ein Abfalleimer und ein Feuerlöscher. Jetzt müssen wir mal gucken. Ich stelle jetzt den Arzt hier ein. Für das und das da ist aber ein Psychiater. Ein Arzt in die Psychiatrie, bitte. Ja, genau. Genau so. Sehr schön. Und jetzt möchte ich hier noch gerne eine Bank hinstellen. Weil hier warten ja auch wieder Leute. Dann mache ich hier noch ein paar Broschüren hin, dass es ganz schön ausschaut. Hier ist eine Apotheke, hier ist dieses Ding, hier ist das da hinten. Dann schauen wir sich mal das an, stelle 7 Mitarbeiter an. Okay. Wir brauchen... Dies kommt sicher noch. Eine Töpferei. Okay, das wird hier zu schmal.
So. Eine Topferei. Und geht sich daneben? Na, ich will ein Zimmer. Ein Entleuchtungsding aus? Ja. Ich habe einen Feuerlöscher vergessen. Feuerlöscher. Die Topfpflanze. Und den Abfalleimer. Okay. So. Jetzt haben wir mal die beiden Dinge. Was bist du? Okay. Wir bitten um Ihre Aufmerksamkeit. Seien Sie stets aufmerksam. Wir haben die Krankenhausstufe erreicht. Jetzt können wir hier noch, wenn wir jetzt hier noch zwei Ärzte einstellen. Das ist zwar ein Psychiater, aber es kann... Tolle Neuigkeiten. Das Gesundheitsministerium von Two Point hat uns gerade eine Weiterbildungslizenz erteilt. Dadurch können wir unser Personal in jedem unserer Krankenhäuser weiterbilden. Okay, jetzt kann ich ein Zimmer bauen, und zwar das Weiterbildungszimmer. Vorsicht, Clowns. Ich kann noch keine Clowns behandeln. Ein Weiterbildungszimmer. Schön. Die stehen verkehrt rum. Verpassen Sie nicht die unglaublichen Angebote im Crumbly Megamarkt. Kaufen Sie 115 Dosen Thunfisch und erhalten Sie eine Dose gratis. Aha. Wenn Sie sich gleich noch für unser Bonusprogramm anmelden, erhalten Sie unseren exklusiven, nur einmal anwendbaren Crumbly Dosenöffner. Besuchen Sie noch diese Woche den Crumbly Megamarkt. Also, ich will eine Apothekenverwaltung, verfügbarer Ausbildner. Okay, Gastausbildner, verfügbare Teilnehmer. Ich möchte bitte dich ausbilden. Was haben wir hier? Einige Stationspatienten wurden aus einem Jumbo-Krankenhaus geworfen, da sie die Behandlungsmethoden in Frage gestellt hatten. Sie hoffen nun auf weitere Behandlungs andernorts. Sollen wir die... Okay... Ich glaube, dass wir eine zweite Station brauchen. Es geht sich genau nicht aus. Und hier befehlt viel mehr Mitarbeiter einstellen. Ich möchte dich bitte hier einstellen. Und ich möchte dich hier einstellen. Oh mein Gott, die ganzen... Ach du meine Güte. Bilde einen Mitarbeiter weiter aus. Ja, das habe ich ja. Medikamentenmixer, wenn du ein Gerät wählst und dich für ein Upgrade entscheidest, wird der Hausmeister. Ach scheiße, ich habe gar keinen Hausmeister. Okay, das wird jetzt leicht. Meisten Kompetenzen. Bilde einen Mitarbeiter aus, da bin ich eh dabei. Und was ist hier? Neue Krankheit, Bauchgefühl braucht eine Apotheke und das braucht eine Station. Jawohl. Hier ist die Topferei wird jetzt gleich mal gebraucht, was ich gesehen habe. Die Ärzte können einfach alle einfach nichts. Die sind einfach dumm.
Ach so, der hat jetzt eine grüne Lampe. Wenigstens mal einer. Ich hab das Ding. Es gibt ein Zimmer für diese Klaunophobie oder wie das Ding heißt. Das ist in Kardiologie. Ah ja. Ein Abfalleimer, ein Feuerlöscher und eine Pflanze. Also irgendwie habe ich es nicht in jedem Zimmer, fällt mir gerade aus. Was, 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 was? Weiterbildung benötigt. Ich kann ihn nicht jetzt weiterbilden. Topfschmerzen. Topferei, ja, das weiß ich doch, dass das gibt. Das haben wir dann. Oh Gott. Nee, nee, nee. Was ist mit dem scheiß Clown? Patienten nach Hause schicken. Ich kann keine Zirkusparodie machen. Zwei geheilt, zwei fehlgeschlagen. Ernsthaft. So ein Scheißdreck. Und da stirbt mir einer weg. Da stirbt einfach einer. Komm her. Hallo. Bleib da. Aber ich habe mehr Einnahmen aus Ausgaben. Das ist schon mal gut. Komm. Geist jagen, komm. Sag mal, geht's dir nicht gut oder was geht's? Streitlustig und hygienisch, ich habe jetzt gerade. Zirkustherapie, jetzt ist sie freigeschalten. Echt ernsthaft. So dumm. Das Ding braucht einfach mega viel Platz. Weiterbildung abgeschlossen. Sehr gut. Zimmer. Ich brauche jetzt bitte die Zirkustherapie. Zirkustherapie. Pflanze. Poster leuchten. Passt auch jetzt. Deprimator. Okay. Abfalleimer und Feuerlöscher. So. Na dann schauen wir sich's an, ob wir's hinbekommen. Was ist denn das? Ach so. 5 von 8 Patienten wurden geheilt. Okay. Wenigstens was. Ich brauche hier noch mal was zum Hinsetzen. Getränkeautomat, Snackautomat. Na, wir haben sicher nicht so viele Ärzte, weil auch wenn die jetzt gerade nichts zu tun haben. So, jetzt können wir noch mal ausbilden. Teilnehmer 3, weitergebildet 2. Diagnostik. Diagnostik könnte ich ihn ausbilden. Machen wir da mal einen Hausarzt. Bilde 3 Mitarbeiter weiter auf. Befördere 3 Mitarbeiter. Ja, kann ich gerne tun, wenn es soweit ist. Dauert ja nur eine halbe Ewigkeit. Was ist denn hier? Okay, Mann, ich brauche noch ein Zimmer. Ich brauche noch eine Arztpraxis. So, hier brauchen wir wieder einen Abfalleimer. Also, das ist der Ausbildner jetzt. Gut, dann mache ich hier jetzt noch ein paar Bänke hin. Hallo, ich will drehen. Sehr gut. Jetzt ist hier der Assistent weg. Warum ist denn der jetzt weg? Medikamentenmixer. Upgraden. Ach Gott, Assistent, vielleicht stelle ich einfach noch einen ein. Hier. Hallo. Oder ist der gerade in der Ausbildung? Nächstes Facharzt. Du bist Krankenpfleger. Kann niemand mehr auf die Station oder?
Sicher kann man auch auf die Station. Was ist denn das? Es handelt sich um eine öffentliche Dienstleistung meinerseits, die ich mit keinerlei Mangel an Demut verrichte. Auch würde ich selbige gern auf den Bereich der korrekten Aussprache ausdehnen. So fürchte ich, ihre unterentwickelten Stimmbänder machen diese Herausforderung zu einer Sisyphusarbeit. Das ist doch eine Ärztin, oder? Assistenzärztin. Das ist auch für Psychotherapeuten. Wo sind die jetzt? So, du bist alles. Instandhaltungsdurchsage. Pflanzen benötigen Wasser. Arzt kann hier nicht arbeiten. Dein Ernst? Ach ja, jetzt geht's los. An der Kardiologie wird ein Krankenpfleger benötigt. Geht jetzt einer hin? Was ist mit dir? Was ist mit dir? Leitende Assistentin. Du bist genauso was wie die da. Dann geh du mal bitte wieder hier hin. Entleuchter Deluxe. Das folgende Gerät kann durch Upgrade alle. Entleuchter Deluxe. Ja, bitte. Dann machen wir mal ein Upgrade draus. Okay. Irgendwie. Oha. Gesundheitsinspektor. Okay, dann soll er halt kommen. Der Unterricht ist beendet. Das freut mich und somit auch die heutige Folge. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Sie ist wieder sehr, sehr lang geworden. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.